Textnachricht. Okay, das müssen wir uns nachher mal angucken. Dass ich auch ja nichts vergesse hier. Da draußen läuft ein Säbelzahn mit meinem Besten. Oh. Da hinten laufen noch zwei rum. Hä, ich hab die doch gerade gesehen. Ach da. Wenn es nicht so dunkel wäre, ey, könnte man auch was erkennen. Das Land dürstet nach Regen. Ich weniger. Ich habe schon zu viel dabei. Voll abgesahnt. So, wo sind jetzt die zwei Halunken? Immer noch da drüben, okay. Ich glaube, ich weiß nicht genau. Und Ende im Gelände. Ach, Mist. Und zack, ist es wieder Tag. Ist auch nicht schlecht, oder? Nichtsdestotrotz, ich hätte den auch noch gerne eingesammelt. Der ist in Ordnung, wenn Frauen in der Jägerloge aufsteigen. Diese ganzen Wilden kann ich nicht. Aber, ja gut, okay. Ich glaube, auf den einen ist jetzt auch geschissen.
So, und wir haben einen Händler hier, den wir dann natürlich gleich mal besuchen werden. Da ist er. So, dann wollen wir noch etwas verkaufen. Weil wir nämlich schon wieder viel zu viele Sachen dabei haben. Vielleicht sollten wir mal so Munitionsherstellung, Objektherstellung. Weil davon haben wir halt auch schon ziemlich viel. Verkauf gegen Metallscherben. Na gut, okay. Das kann auch weg. Und die Dinger können auch weg. Dann haben wir wieder Platz. Halt, Moment. Wir haben ja, glaube ich, Modifikationen auch eingesammelt, ne? Nein, haben wir nicht. Okay. Gut, das heißt, das haben wir erledigt. Easy. Lagerfeuer. Oder wollen wir erst... Naja, könnten wir dann rein theoretisch das Verderbnis machen und dann Rastgrund finden? Ja. Im Moment scheint der Schatten die besseren Chancen zu haben. Diese Maschinen sind nur ein weiteres. Hoffentlich geht's dir gut. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, Fremde. Kackst du mich nochmal so an, Freundchen, ne? Ach ja, das war die da hier, ne? Yeah! Da reichen wir ganz einfach hin. Was war das? Das ist auch aber schon grün. Eine fürchterliche. Ich glaube, da sind wieder irgendwie so blöde Viecher hier in der Nähe. Na toll, verderbte Vögel. Das ist ja mal echt super.
Nichtsdestotrotz. Ganz ruhig. Du hast mich gar nicht gesehen. Jetzt schnell nachsetzen. Komm bei mir runter, komm. Der erste wäre schon mal weg. Den Sägezahn da hinten hätte ich gerne. Wobei der ist auch schon fast kaputt. Hier gibt es nichts zu sehen. Klappt nicht, krieg ich nicht ran. Plünderer! Sehr cool. Haben wir sonst noch irgendwas hier in der Gegend? Ich glaube, das dürfte es gewesen sein. Es war nur dieser eine Vogel, wobei ich habe aber zwei gesehen. Komm. Ich hab gewusst, dass da noch ein zweiter Vogel ist. Oh Scheiße, ein dritter auch noch. Und das kann lustig werden. Landen und runter. Leider kann ich. Das klappt leider nicht mit diesem stillen Schlag. Das wird nichts. Der andere Vogel ist da oben.
Würde ich auch machen, wenn ich angeschossen werden würde. Komm, lass deinen Buskorb treffen, das Stück. Aus. Damit hätten wir das geschafft. Wunderbar. Und wir können zu der lustigen Quest da hinten gehen. Fahne. So, mal wieder aufgefüllt. Ich wollte jetzt gerade das Dreieck loslassen wieder. Ich glaube, das wird gleich richtig, richtig eklig hier. Das ist ja ein Sägezahn. Das heißt, wir brauchen immer noch dieses blöde Sägezahnherz. Ja. Feuer. Erwischt. Ha! Der hat auf jeden Fall gesessen. Und wir haben das Sägezahnherz. Wunderbar. Ha! Saugeil. Wieder Werbung, aber warte mal, wir hatten hier glaube ich noch irgendeine Nachricht da noch, oder nicht? Gescannte Glyphen, Text, Datenpunkt, Nummer. Maschinen, Textdatenpunkt Welt. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Mhm.
Na gut, okay, das... What the hell? Ist auch wieder Werbung. Soldaten erwartet. Das mächtige Karja-Reich muss ganz schön arm dran sein. Wie traurig. Egal, Kopfgeldjäger sterben wie alle anderen. Willkommen in der Kluft des Todes. Au. Ernsthaft jetzt? Sadist, Mörder, Fallenbauer, alles zusammen. Darum habe ich mich in das Loch gesteckt. Scheiße. Gut, wenn du Arsch spielen möchtest, spiele ich. Vorsichtig, nicht ausrutschen. Ich bin neugierig. Haben meine Behemoths zufällig Geneva getötet? Ich muss dich enttäuschen. Ja, darum habe ich mein Spielzeug, um mich vom Schmerz abzulenken. Es ist mir völlig egal, ich kann deine Sachen auch in die Luft jagen. Noch nicht, Akrobatin. Hoppala. Scheiße, das sind die falschen Bomben. So. Da hätte ich auch hochgekonnt, super. Nein, in die andere Richtung, in die Schlucht. Da will ich aber noch nicht hin, ich will erst gucken, was da hinten ist. Da geht's nur. Da geht's wahrscheinlich nur außen rum. Aber das wäre ja völlig witzlos, wenn wir uns der Herausforderung nicht stellen würden, oder? Was meint ihr? Zumindest. Warte mal. Warum hat die jetzt nicht ausgelöst? Schon ein bisschen beschissen, ne? Es läuft nicht bei dir, oder? Ja, besser als bei dir, mein Freund. Ich habe deine ganzen scheiß Bomben weggeballert. Hartnäckig, was? Na komm. Immer sachte. Pass auf deine Finger auf.
Ah, da geht's weiter. Du hast mich. Keine Fallen mehr. Sag Janeva, dass ich ab jetzt brav sein werde. Na klar. Und das soll ich dir glauben? Was hast du in der Hand? Oh, das. Nur eine kleine... Ups. Hat er sich gerade selber in die Luft gejagt? Er starb wohl bei dem, was er liebte. Wird wohl so sein. Der wollte sich auf jeden Fall nicht fangen lassen. Na? Können wir ja mal außen rum gucken. Ach, guck an. Na gut, okay, das hätten wir dann auch mal erledigt. Wer jetzt noch weitere Quests in der Nähe? Hier hätten wir noch eine. Finde Garvan. Den könnten wir auch noch machen. Das ist die Jägerlogen-Quest, auf die ich eigentlich so jetzt im Stream oder im Gameplay keine Lust habe, weil das einfach voll für den Arsch ist, diese Quest. Tut mir leid, aber... Ich finde die einfach nur kacke. Ich würde sagen, wir reisen da mal schnell hin. Wir sind jetzt die ganze Zeit lang genug in der Gegend rumgelaufen. Und da können wir das jetzt mal ganz entspannt machen.